Jo, und was geht, euer Karasu ist wieder back am Start mit ein bisschen Dragon Ball Action. Endlich ist es soweit, Kapitel kam ja gestern raus. Heute kommt erst das Video, weil es einfach verdammt warm ist, Leute. Ich halte es hier nicht mehr aus, es ist ein kleines Zimmerchen, wo ein fetter Rechner steht. Die Sonne ballert hier durch das Fenster, es ist einfach nicht mehr normal. Ich versuche es heute, gegebenenfalls wird heute der 22.06. sein oder der 21.06. Kommt drauf an, ob ich gleich am Stück alle schaffen werde. Wiederum... Wir sind hier bei der Manga-Review gleich nach der Werbung. Jo, kleine Werbung in eigener Sache. Wenn ihr meinen Content auch so feiert wie ich, dann würde ich euch gerne bitten, hinterlasst doch ein Like, Abo, teilt die Video und schreibt was in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und jetzt geht's auch weiter mit dem Video. Als erstes, wie immer, die Coverpage, wo wir natürlich Son Goku und erstmal Granola sehen. Chapter 73 ist am Start, Goku vs. Granola heißt das. Und wir sehen, dass Granola einige Energieblaster auf Son Goku abschießen wird. Im weiteren Verlauf sehen wir, dass Son Goku generell den Blastern erstmal ausweichen kann. Also er hat zwar ein bisschen Mühe, aber er kommt an Granola weiter ran, versucht Granola mit einem Tritt davon zu schießen. Was Granola aber ausweichen kann. Er geht in die Lüfte, geht in die Verfolgungsjagd durch den Wald, was wir hier sehen können. Granola vorne weg. Son Goku versucht natürlich an Granola dran zu bleiben. Er versucht auch mit Energieblaster an Granola zu treffen, der sich natürlich durch die Bäume hin und her windet und natürlich auch alles ausweichen kann. Son Goku gibt natürlich nicht auf, verfolgt ihn weiter, schießt währenddessen immer wiederholt auf Granola, was Granola, wie gesagt, alles ausweichen kann. Doch auf einmal schwingt Granola sich an seinem Schal davon und gibt Son Goku einen direkten Tritt mit, was Son Goku nämlich durch den kompletten Wald erstmal feuert und erstmal bis nach hinten wegschleudert. Son Goku kann sich aber an einem Ast klammern und kann dadurch natürlich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, was eigentlich sehr krass ist. Also diese Verfolgungsjagd war schon sehr recht amüsant, sich anzuschauen. Während Granola mit voller Wucht auf Son Goku zurückkommt und ihm direkt einen Punch mitgibt, kann diesen Son Goku zwar aufhalten und abwehren, aber man sieht sein schmerzhaftes Gesicht. Also wahrscheinlich wird es sehr schmerzhaft gewesen sein, diesen Angriff erstmal wegzustecken. Ich gehe mal nochmal ganz zurück und will mal kurz hören, was er davor gesagt hat, weil irgendwie macht es gerade keinen Sinn. Nach einem Schlagabsturz kann er Granola auch zurückschleudern, der gegen einen Baum prallt und der natürlich auch wieder zurückkommt. Granola gibt aber nicht auf, gibt sofort wieder Feuer gegen Son Goku, gibt ihm wieder einen Tritt mit, was Son Goku wieder durch die Bäume jagt. Also es geht förmlich hin und her. Als Granola mit dem Baumstamm voraus auf Son Goku losstürmt, verwandelt sich Son Goku und powert sich extrem auf. Und nun kommt's, Leute. Wir haben es ja eigentlich nicht vermutet, aber wir sehen Son Goku mit geschlossenen Augen und das bedeutet meistens immer, dass er sich konzentriert und den Ultrainstinkt anwendet. Und auch hier hat er es wieder mal geschafft, den Ultrainstinkt in seiner Super Saiyan Blue Form zu nutzen, also die Technik an sich. Ja, wie gesagt, die Technik erzeugt bei Son Goku eine Verwandlung, aber er kann diese Technik oder hat sie gelernt, bei Whis eigentlich auch so zu nutzen, in seinen anderen Formen. Und wir dachten ja mal, weil der Super Saiyan ja immer das Gegenpart ist, weil bei Super Saiyan muss man halt Zorn entwickeln und so weiter, hat er hier in den Super Saiyan Blue Modus, so gibt das auch nämlich an, hat er es versucht oder er hat es sogar geschafft, den Ultra Instinkt, also diese Technik zu nutzen. Was Granola natürlich auch auffällt, denn sein ganzes Blut und sein Kreislauf hat sich komplett verändert. Wir wissen ja, dass Granola durch dieses Scharfschützenauge alles fast sehen kann, so wie natürlich, ja, wie eigentlich Neji bei Naruto oder mit dem Chakra Sharingan und das alles, ne, was es halt schon öfter gab. Er sieht die Blut- und Nervenkreisläufe im Körper und kann so natürlich erahnen, was sein Kontrahent natürlich für Angriffe macht. Erstmal richtig krass, dass er hier den Ultra Instinct 1 Technik benutzt in den Super Saiyan Blue, finde ich sehr krass. Und er sagt es auch, dass es nicht so einfach war, dieses zu schaffen. Gesagt, getan, er nutzt den Ultra Instinct als Technik in der Super Saiyan Blue Form. Und wir sehen auch, dass Granola versucht, mit seinen Scharfschützenauge natürlich Son Goku zu treffen, was Son Goku aber immer ausweichen kann. Er kann jeden Angriff von Granola ausweichen, kommt hinter Granola und gibt ihn frontal ein fettes Kamehameha ab, direkt auf die Brust gescheuert. Wir sehen auch, dass diese ganze Explosion sogar Öl davon schleudert. Wir sehen auch einen fetten Krater, wo Granola drin liegt. Also dieses Kamehameha hat schon ordentlich reingezimmert. Das Problem ist halt nur, dass Son Goku sich komplett verausgabt hat. Er ist sofort in seiner Base wieder zurück. Granola erwähnt hier nochmal, dass sein rechtes Auge immer seinen lebenswichtigen Punkt sehen wird, also seinen Vital Points immer sehen wird. Son Goku erwidert nur darum, ja, du kommst schon wieder damit, und Granola antwortet darauf, er soll aufgeben, denn egal
welche Transformation er nutzt, er hat, wird keine Option haben, also er hat null Chance, hier überhaupt irgendwas zu machen. Son Goku meint nur, dass der Ultra Instinkt keine Schwächpunkte hat, aber dass er halt noch nicht gelernt hat, ihn komplett zu nutzen im Training. Granola sagt, Training, ja, Goku haben wieder, dann wieder, er hat, also er ist noch nicht daran gewöhnt, diesen Ultra Instinkt als Super Saiyajin zu nutzen und dass es halt seine Schwachstelle ist. Granola sagt daraufhin, dass er nicht in Ausreden seinen Atem verschwenden soll und dass er ihm nicht die Chance gibt, also dieses Meistern dieses Instinktes nutzen kann. Granola sagt, dass die Saiyajin-Blutlinie hier enden wird, so wie sie es mit seiner Familie getan hat, also mit seiner Rasse, die halt ausgelöscht wurde von den Saiyajins. Als nächstes sehen wir, dass Granola eine Art Energieattacke macht, die aus dem Boden herauskommt, so wie wir es halt auch schon von Omoro mal gesehen hat. Also diese Ähnlichkeit ist schon sehr verblüffend. Wahrscheinlich nutzt er hier die gleiche Magie oder Technik. Son Goku kriegt dieses voll ab, weil es genau unter ihm nach oben kommt, kann sich aber in letzter Minute noch zu Vegeta teleportieren, was wir denn hier auch sehen. Dort angekommen, fragt er erstmal Vegeta, was los ist. Und Son Goku sagt auch das, was ich halt schon auch erwähnte, dass es ähnlich aussieht wie Moros Moves mit diesen aus den Bohnen und sowas alles. Und Vegeta sagt, du musst doch noch weiterkämpfen. Son Goku erwidert darauf, dass dieser Typ sehr stark ist und dass seine Moves extrem krass sind. Aber er ist noch nicht vollkommen all out gegangen. Also er hat noch nicht alles gegeben, was er zu bieten hat. Als nächstes erklärt Vegeta, was hier genau los ist. Denn er sagt nämlich, dass es mal eine alte Rasse gab, die sich auf das rechte Auge spezialisiert hat und dadurch Scharfschützenfunktionen entwickelt hat und dass die Saiyajins unter Kommando von Freezer damals diese Rasse auslöschen muss und dass das hier die Ruinen zwar das Überbleibsel dieser Invasion ist. Goku fragt nochmal, ob Granola dieser Typ ist. Ich meine, ist der dumm? Digga, was hat er denn eben zu dir gesagt? Also jetzt mal ehrlich, ne? Vegeta sagt daraufhin nochmal, ja, das muss wahrscheinlich einer dieser Überlebenden sein von dieser Rasse. Son Goku sagt, ah, deswegen auch Eye to Eye, also Auge um Auge, Zahn um Zahn, also so, dass es halt der letzte Kampf ist. Er ist der Einzige seiner Rasse und so weiter. Ihr wisst, was ich damit meine. Vegeta sagt daraufhin auch noch, dass sie hier reingelegt wurden von Maki und Öl, dass es hier ein böses Spiel für die ausnimmt, was natürlich Öl mit seinem Abhörroboter natürlich alles hört. Er sagt aber auch gleichzeitig, dass sie nicht mehr zurück können. Sie müssen jetzt weiter den Plan verfolgen, also es gibt kein Zurück mehr. Nun kommt es dazu, was immer kommen wird, wenn Son Goku natürlich merkt, dass der Typ überhaupt nicht böse ist, was er hier auch nochmal sagt. Er denkt nämlich, dass es gar kein böser Typ ist. Vegeta sagt, ey, der ist gekommen, um uns auszulöschen, also er will uns töten. Und Son Goku sagt daraufhin einfach, was er immer sagt leider, dass er vielleicht ihn überzeugen kann, wenn er ihn zuerst natürlich besiegt. Wenn wir ihn als erstes besiegen, vielleicht können wir ihn auch überzeugen. Vegeta sagt daraufhin, das ist also dein Plan, du hast also immer noch Hoffnung zu gewinnen. Son Goku erwidert, yep, ich habe nämlich noch nicht meine Full Power gezeigt, also den Ultra Instinkt musste ich ja noch nicht nutzen. Vegeta wundert sich daraufhin, dass Son Goku wieder rausgeht mit voller Power. Gesagt, getan, Son Goku kommt in den Ultra Instinct Modus, also gemeisterten Ultra Instinct, kommt auf Granola zu, was Granola gleich wieder komisch schockiert, denn er kann überhaupt nicht seine Vitalpunkte sehen. Das, was er davor nämlich gesagt hat, dass sein Auge immer seinen Vitalpunkt sieht, egal welche Transformation er nutzt, ist bei dem Ultra Instinct einfach nicht so, weil der Ultra Instinct hat keine Schwächen. Son Goku erwidert auch nochmal, ja, diese Form ist der gemeisterte Ultra Instinct, der perfekte Ultra Instinct sozusagen. Ich kann ihn aber nicht lange aufrechterhalten, darum muss ich hier jetzt schnell zum Ende kommen. Gesagt, getan, wie rum Son Goku das natürlich immer macht. Er greift Granola sofort an, haut ihn erstmal die Augenklappe runter, gibt ihn einen Schlag nach oben mit, schleudert ihn in die Felsen und natürlich auch in den Wald zurück. Und nun versucht Son Goku, was er immer macht, er versucht ihn zu bekehren. Er sagt nämlich, dass es gar keinen Grund gibt zu fighten, dass er kein schlechter Typ ist im Herzen, was Granola daraufhin erwidert, dass er seine Schnauze halten soll und dass er einfach nur seine Zeit verschwendet. Die Revanche ist gekommen und die Rache, die Saiyajin auszulösen, ist gekommen und er soll seine Zeit nicht verschwenden. Daraufhin greift Granola Son Goku an, was er abwehren kann. Er hält seinen Arm fest, schleudert ihn nach oben wie ein Brummkreise. Ich habe vorhin in Twitter gelesen, auch wie so ein Beyblade. Granola greift wieder an, versucht ihn mit einem Kick nach hinten wegzuschleudern, was Son Goku sofort abwehren kann. Er kann ausweichen. Den nächsten Schlag von Granola kann er auch wieder stoppen. Und schleudert ihn hoch und hält ihn auch wieder fest mit so einer Art Magie. Wir wissen immer noch nicht genau, was es ist. Es gab es ja schon mal in dem Broly-Film, als Son Goku in den Gott-Modus war. Da konnte er auch Broly kurzzeitig mit irgendwie so einem Bann festhalten. Ich weiß nicht, was das genau sein soll. Es wurde auch bisher nicht erklärt. Umgehalten schleudert Son Goku mit seinen Fäusten Ki
Blaster auf Granola, schleudert ihn dadurch weg und gibt einige Schläge mit, so dass Granola natürlich weiten Bogen macht. Er wird andauernd getroffen und direkt an Felsen geschleudert, was natürlich Vegeta auch bemerkt. Und er sagt daraufhin, wie Vegeta nun mal so ist, Rampenlicht schon wieder für Kakarot. Er versucht das schon wieder zu beenden. So eine Scheiße. Vegeta bemerkt aber auch, dass Granola seine Power, nachdem er hier getroffen wurde und zurückgeschleudert wurde, nicht abnimmt. Die Power bleibt immer noch gleich. Und er wundert sich, was hier überhaupt los ist. Von der Weite merkt er eine seltsame Kraft, wo er natürlich auf dem Weg ist. Gogo kommt zurück währenddessen auf Granola. Und hier kommt es nämlich, Granola antwortet nämlich, dass er die Saiyajin hier unterschätzt hat. Er hätte doch mit seiner vollen Power kämpfen müssen. Son Goku fragt daraufhin, wie er denn überhaupt so stark ist und was er für einen langen Weg auf sich genommen hat. Granola antwortet darauf, dass sein Plan gescheitert ist. Er hat die Saiyajins, wie gesagt, leider unterschätzt. Son Goku sagt daraufhin, dass er gar kein schlechter Typ ist und dass es hier jetzt Schluss ist für ihn, also das Ende für ihn ist, dass er natürlich weiter trainieren kann und wir könnten auf andere Zeit mal wieder weiter trainieren. Granola antwortet darauf mit geschlossenen Augen, irgendwas hast du hier falsch verstanden, Saiyajin. Wo habe ich denn gesagt, dass ich verloren habe? Denn ich habe den einzigen Fehler nur gemacht, euch zu unterschätzen. Ich spaltete meine Power von Beginn an. Son Goku versteht nicht, was los ist. Was meint er mit Taien und was hier genau los ist? Granola sagt, den Granola, den du hier siehst, bin zwar ich, aber auch nicht. Währenddessen sehen wir schnell Vegeta, der natürlich das Raumschiff entdeckt hat, wo auch Granola drinnen sitzen sieht. Wieder wird es rumgeschwenkt, also es geht in einen Abwasch hier. Son Goku fragt, was er denn überhaupt hier sagt und um was es denn geht. Granola sagt daraufhin, dass er meine True Body, also dass er seine wahre Stärke von seinem Körper getrennt hat und einen Klon damit erschaffen hat, dass es eine Art Illusion ist. Daraufhin verschwindet dieser Klon. Vegeta schreit noch Kakarot an. Son Goku dreht sich um. Währenddessen lässt er natürlich seine Deckung fallen. Vegeta sagt, hier ist ein richtiger Körper. Im Raumschiff sehen wir natürlich Granola. Und auf einmal, als Vegeta wieder wegschaut, ist er weg. Granola ist entkommen. Währenddessen sehen wir einen Schwenker zu Son Goku, der wieder auf seinen Vitalpunkt getroffen wurde. Komplett frontal. Wieder auf dieselbe Stelle, die wir halt immer haben bei Son Goku. Das ist halt wirklich sein Schwachpunkt. Son Goku geht sofort in der Baseform, ist sofort Drawing Dead, wird zurückgeschleudert, durch einen kompletten Wald gefeuert, ein riesen Krater entsteht und hier sehen wir erstmal Granola seine wirkliche Power, denn das davor war einfach nur ein Bruchteil. Auf dem Weg zu Son Goku sagt er natürlich auch wieder, dass er eigentlich seine Kraft sparen wollte für den bevorstehenden Kampf gegen Frieza. Darum hat er natürlich auch einen Klon erschaffen. Er sagt auch, dass es eine gute Idee war, um überhaupt Zeit zu gewinnen, weil er wusste nämlich, dass von der silberhaarigen Transformation die Genauigkeit nach und nach nachlässt. Und nun kommt endlich mein Vegeta. Vegeta stellt sich Granola in den Weg und sagt, dass es nun Zeit ist, dass wir beide gegeneinander kämpfen. Granola möchte eigentlich den Job zu Ende bringen, also Son Goku fertig machen, besiegen, töten, keine Ahnung, was auch immer. Vegeta sagt, ey, lass den Trottel mal da liegen, der wird einige Zeit nicht mehr aufstehen und ich bin jetzt dein Kontrahent und dein Gegner. Granola nickt, ja, okay, es ändert natürlich nichts daran, dass ihr sterben werdet, es ändert nur an der Reihenfolge etwas, aber im Grunde bleibt es alles gleich. Vegeta antwortet darauf mit einem zuversichtlichen Blick, was ich sehr krass finde wieder, wie Vegeta jetzt ist. Er sagt nämlich, dass es Zeit ist, dass er stirbt und nicht, dass wir sterben. Und wenn er hinter den Saiyajin her ist, um sie zu zerstören, wird er alles in seiner Macht tun, um dieses aufzuhalten. Und er wird bereit sein, ihn zu zerstören, den letzten Cereal. Und damit endet leider dieses Kapitel. Das nächste Kapitel gibt es am 20.07. Ich hoffe, es hat das erstmal gefallen. War sehr, sehr viel lange, weil sehr viel Action am Start war. Hinterlasst auf alle Fälle ein Like, Abo, teilt die Video und schreibt mir in die Kommentare. Ist sehr wichtig und folgt mir natürlich auch auf Twitch, Leute. Da zocke ich ab und zu mal. Seid auf alle Fälle dabei beim nächsten Mal. Haut erstmal rein und tschüss.